Ja, hallo, liebe Modellbaugemeinde. Heute sind wir wieder im 1 zu 10er RC-Crawler-Bereich und ich möchte heute mal was zeigen, was man vielleicht auch nicht aller Tage sieht, was vielleicht einige Leute auch noch nie gesehen haben. Und zwar, ich habe ja in meinem vorletzten Video, war es glaube ich, den Axial Early Bronco vorgestellt. Den Rockcrawler oder Trailcrawler oder wie man es auch nennen will. Dazu muss ich sagen, der hat nicht die Reifen und Felgen, die ich für mein, ja, wie soll ich das sagen, für mein Terrain gebrauche, also wo ich drin fahre, muss ich was verändern. Also ja, wer mich kennt, ich muss immer alles ein bisschen anders machen, egal. Ich habe mir Felgen bestellt und Reifen. Das sind richtig schöne, schöne Reifen. Aber da kommen wir gleich noch zu. Erstmal, das sind Boom Racing 1,9er Beadlock Wheels. Jetzt wird der ein oder andere sagen, verdorie, was sind denn Beadlock Wheels? Das ist ganz einfach. Beadlock Wheels sind dreiteilige Felgen. Dies ist der Mittelring. Kann ich mal zeigen. Der wird dann hier eingeführt. Ja. Der kommt hier mitten rein. So. So ungefähr. Und dann wird die Außenschale da drauf gelegt und von der anderen Seite die Schale dagegen gelegt. So ungefähr. Und dann wird das Ganze verschraubt. Warum macht man das? Das ist ganz einfach. Nehmen wir das mal wieder raus. Damit die Felge nicht, oder besser gesagt, der Reifen nicht auf der Felge durchrutscht. Das wird im wahrsten Sinne des Wortes, wird der Reifen auf der Felge festgeklemmt. Früher hatte man das geklebt und das ist, weiß ich nicht, in meiner Hin, ja, ich finde das auch nichts. Dies ist, glaube ich, eine bessere Lösung. Und dies sind dreiteilige Felgen. Der Vorteil bei diesem System ist, man kann sich das so zusammenstellen, wie man möchte. Man kann zum Beispiel jetzt den Innenring, der wird so. Und dann kommt das da rein, der kommt dagegen. Und dann wird das hinten mit den Schrauben, jetzt muss man das natürlich genau so, wird das miteinander verschraubt. Der Vorteil bei dieser Felge ist jetzt, man kann das auch wechseln. Also dies ist, fragt mich jetzt nicht, was das dann für ein ET ist, also Einpresstiefe. Man kann das auch wechseln. Das heißt, ich nehme zum Beispiel den Ring, lege den Stern da rein. Kann ich auch machen. Dann wird das Ganze nur getauscht. Dann hat man natürlich ein Tiefbett. Muss man sehen, ob das bei seinem Fahrzeug passt oder nicht. Das muss jeder selber sehen. Ja. Bei dieser Felge gibt es nur diese zwei Positionen. Wenn ihr andere Sterne habt, die flach sind, habt ihr noch mehrere Positionen möglich. Dann könnt ihr zum Beispiel den Stern auch noch von hinten reinsetzen. Aber das geht bei dieser nicht, weil ich hier keine Bohrung drin habe. Es gibt auch dreiteilige Felgen, wo der Stern auch gebohrt ist, genau wie dies. Dann könnt ihr das zum Beispiel den von hinten reinsetzen. Ne? Aber ihr könnt ja sehen, theoretisch würde das gehen, wenn das gebohrt wäre. Geht bei dieser aber nicht. Hier hat man nur zwei Positionen, macht auch nichts. Ich werde wahrscheinlich sowieso diese Position wählen, weil das am besten wahrscheinlich mit der Einpresstiefe hinhaut, mit der Narbe. Hier habt ihr die Narbe. Da ist auch noch eine kleine Besonderheit, kann ich auch noch mal zeigen. Es ist alles richtig skillmäßig. Dann könnt ihr hier die Narbe, könnt ihr rausdrehen. Ja, da ist Gewinde drin, Leute. So. Könnt ihr sehen? Könnt ihr rausdrehen? Und dann wird, jetzt muss ich das eben wieder zur Seite legen, dann wird die Narbe, die wird hier reingesteckt. Und dann kann man das hier verschrauben. Und da habt ihr, kann das mal zeigen, solche Radbolzen. Die sehen ja wirklich ungefähr aus wie die Originalen. Die könnt ihr dann von hier reindrehen. Dann könnt ihr die ganze Felge auf euren, hier habt ihr einen 12 mm Hex- oder Sechskantadapter. Meistens passt das für die
meisten Fahrzeuge, wie gesagt, schraubt ihr fest. Dann nehmt ihr diese Mutter und schraubt die ganze Felge auf eurer Achse fest. Und dann nehmt ihr wieder dieses gute Stück hier und dreht das rein. So. Und dann sieht das Ganze so ungefähr wie original aus. Also ich finde es nicht schlecht, sieht wirklich gut aus. Sogar ein Ventil habt ihr hier dabei angedeutet. Also ist kein schlechtes System. Die Felgen, die kosten natürlich ein bisschen was, das ist klar. Ihr kriegt hier auch noch Werkzeug mit dabei. Ne? Der ist für die Radbolzen. Ne? Das könnt ihr wahrscheinlich gar nicht sehen, dass da ein Sechskant drin ist. Hier habt ihr noch ein Verlängerungsstück. Warum man das macht, weiß ich eigentlich gar nicht, wo man da ein Verlängerungsstück nimmt. Vielleicht, wenn man tiefer in die Felge rein muss, weil ich habe hier meinen 7er. Ne? Da könnt ihr auch sehen, der passt da so rein. Also hätte ich schon mal eine Verlängerung. Ne? Aber brauche ich nicht, weil das könnt ihr sehen. Kann ich gleich mal ausprobieren, ob das überhaupt passt, bevor ich hier jetzt groß rumpalaver. Naja, passt das nämlich gar nicht, aber ich habe es gerade schon gesehen mit dem Durchmesser. Ich glaube, das ist identisch. Ja, der passt da nämlich gar nicht rein. Siehst du? Und der passt nämlich rein. Deswegen, aha. Da ist, ja, siehst du, der passt nämlich rein. Der passt nicht rein. Da fehlt so ein paar Zehntel fehlen da. Deswegen hat man das dieses Hilfswerkzeug mitgegeben. So, und jetzt passt das nämlich rein. Ach, das ist auch geil. Ja. Das Einzige, wo ich jetzt noch ein bisschen ins Trudeln kommen muss, weil hier ist keine Beschreibung dabei. Hier steht dann nur, so ist das heute. Visit our web. Ja? Und da muss man dann gucken, wie das montiert wird. Man kann auch hier mit dem Telefon da das abscannen und dann Instructions kann man dann gucken. Weil ich meine nämlich, um diese Narbe da reinzudrehen, gibt es glaube ich noch ein Adapterstück. Da muss man glaube ich zusätzlich noch ein Adapterstück kaufen. Aber ich bin mir da nicht ganz sicher. Das ist eigentlich schade, warum das nicht mitgeliefert wird, oder? Haben die das hier noch irgendwo? Nee. Dann könnt ihr mal sehen, wie das geliefert wird. Da hat man zwei Kunststoffschrauben drin, die das Ganze halten. Hier könnt ihr auch nochmal sehen, da ist eine Schraube und da ist eine Schraube. Ja, und dann werde ich mich mal gleich ranmachen, das Ganze zu verschrauben. Ne? Und dann mal gucken, wie sich das alles so verhält. Und welchen Offset, so nennen sie sich das, also diese Einpresstiefe, welche ich dann nehmen muss. Ja, und dann die Reifen hier. Hier habt ihr den mit den originalen Schaumstoff innen drin. Man muss die mit Schaumstoff fahren, ohne dem sind die einfach viel zu weich. Ihr könnt ja sehen hier, die sind super weich. Also die sind wirklich, ups, die kleben sogar schon am Zeber. Hört ihr schon, wie klebrig die sind. Die sind richtig geil. Und das Profil könnt ihr auch sehen. Das ist besser wie diese Falken Rock Crawlers, die da auf dem Ford drauf sitzen. Die sind nämlich mehr für felsigen Untergrund, denke ich mal. Und ich habe da genug Testberichte geguckt auf YouTube. Da schneiden diese auch sehr, sehr gut ab in losem Sand und Matsch und Gravel und solche Sachen. Ne? Und da werde ich mehr drin fahren. Also, weil wir bei uns hier ja eigentlich so gesehen, ja. Wo haben wir hier Felsen? Das Einzige, was ich wüsste, wäre so an den Flüssen da die Steine. Aber das ist ja auch nichts Richtiges. Ne? Also, darum habe ich mir diesen Satz Reifen nochmal geholt. Und hier kann ich nochmal zeigen. Hier sitzen diese andere drin. Das sind diese. Moment, kann ich euch auch zeigen. Ich bin ja dabei. Moment. Das sind diese Kollegen hier von Crazy Crawler. Darf ich Werbung machen? Hoffe ich.
Das sind diese hier. Die passen nämlich genau für die Reifen. Die sind da eigentlich für gemacht. Und die haben auch sehr gute Kritiken bekommen. Alleine schon durch ihre Zackung, weil die sich dann genau anpassen und genau den richtigen Druck haben und dann auch so wieder zurückfedern, dass das genau den richtigen Anpressdruck gibt. Weil, wie soll ich das erklären? Man muss ja eigentlich bei dem Reifen, der muss ja verformen, um den richtigen Grip zu haben. Und dann muss man auch, wie soll ich das sagen, genug Druck haben, auch von innen wieder, dass der auch wieder in seine Ursprungsform zurückgeht. Ich glaube, so erkläre ich das gut, oder? Oder auch nicht. Wenn da irgendwelche Experten sind, erklärt das bitte besser. Nein, aber der muss dieses hier könnt ihr sehen. Und wenn man zum Beispiel den Schaumstoff komplett rausnimmt, dann sind die total labberig. Das geht gar nicht, weil das Fahrzeug ist nicht gerade leicht. Ich habe jetzt noch nicht gewogen, aber ich denke mal, dass das irgendwie so um die 3,5 bis 4 Kilo wird der Kollege schon wiegen, ne? Also, und dann habe ich ja noch nichts mal großartig zugerüstet, ne? Wenn man so andere Fahrzeuge, die dann sieht, die dann richtig noch Utensilien dran haben, da redet man manchmal auch schon über 6 Kilo, was die Fahrzeuge wiegen. Und dann könnt ihr euch vorstellen, ein so ein Reifen, was der dann aushalten muss, ne? Da kommt schon was. Das ist keine, wie heißt das so schön, kein Ponyhof da irgendwie was. Ne? Da passiert schon was. So, dann wollen wir uns gleich mal ranmachen, die guten Stücke da zusammenzuschrauben und dann mal schauen, wie sich das Ganze so nachher verhält. Und dann werde ich wahrscheinlich nachher mal gucken, wie das auf dem Bronco aussieht. Wenn es euch interessiert, guckt wieder rein. Bis dann und tschüss.